So, das Ende unserer Sommertour ist nun erreicht. Wir sind hier in Haldensleben im Weißen Garten. Frau Knopf hat mitten in der Stadt ein Biotop angelegt. Wunderbar. Wir können das hier im Hintergrund sehen. Sie verwendet alte Baustoffe, alte Türen. Und das sieht ganz annehmlich aus. Und hier sieht man auch wieder, dass Nachhaltigkeit auch schön sein kann. Was habe ich von dieser Sommertour mitgenommen? Eine parlamentarische Initiative müssen wir mindestens auf den Weg bringen. Kugelschuss auf der Weide, damit die Tiere nicht eingefangen werden müssen, die wild lebenden Tiere, sondern gleich auf der Weide getötet werden können, sodass das weniger Stress bedeutet. Ich habe von der Sommertour mitgenommen, dass es wichtig ist, regionale Identität, regionale Alleinstellungsmerkmale zu stärken, sie nach außen zu stellen und dafür anderes zurückzustellen. In Dessau beispielsweise waren wir in der Berufsschule und wir haben gelernt und es ist uns nahegebracht worden, dass es sehr, sehr sinnvoll ist, sich dort auf einige wenige Bereiche zu konzentrieren, die wirklich auszubauen, sie mit der Regionalität Identität zu verknüpfen, dort beispielsweise mit den Ackerflächen. Und Ähnliches haben wir auch in anderen Bereichen gelernt. Also nicht immer alle müssen alles machen, sondern sich auf das zu konzentrieren, was den eigenen Ort ausmacht und dafür dann auch mit ganzem Herzen zu streiten. Und das ist was wir in ganz unterschiedlichen Feldern in die parlamentarische Arbeit einfließen lassen können.